Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Seit gestern haben wir das Gefühl, eine Schicksalsgemeinschaft wächst und wächst. Deutschland, das politische und das mediale Deutschland, schart sich um ein archaisches Tal in den französischen Alpen und sucht nach Gründen. Wir sehen Frankreich und Deutschland buchstäblich Hand in Hand. Eine Schicksalsgemeinschaft. Schicksal. Die 16 Schüler aus Halfern waren ausgelost worden für diesen Sprachkurs in Barcelona. Das hörte man eben in den Nachrichten. Ein Einbruch in die beste aller Welten. Danach fragten seit dem 18. Jahrhundert Philosophen und Schriftsteller wie Voltaire oder Kleist. Und sie nahmen als Parabel das Erdbeben von Lissabon. 1755, als 100.000 starben. An jenem Tag war Allerheiligen. Gestern in den französischen Alpen stürzten 150 Menschen ab. Die Bundeskanzlerin, der Bundesaußenminister, sie tragen die Betroffenheit im Gesicht. Unser Redaktionsleiter Armin Konrad mit einer Parabel über Schicksal und Betroffenheit. Die schönste Brücke Südamerikas stürzte an einem Sommertag des Jahres 1714 ein, als sich gerade 5 Menschen auf ihr befanden. Die Marquesa de Montemayor, eine unglückliche Mutter. Die Nonne Pepita, ein Waisenkind. Onkel Pio, ein alternder Lebemann. Esteban, der Bauer, der zur See fahren möchte. Und der 7-jährige Jaime. Hat hier jemand versagt? Hat jemand Schuld auf sich geladen? Einer hat sich gerettet, der Franziskanermönch Juniper. Ihn lässt das alles nicht mehr los. Entweder unser Leben ist zufällig. Oder hatte das eine überindividuelle Bedeutung? Thornton Wilder vollbrachte 1927 mit »Die Brücke von San Luis Rey« eine brillante Literaturleistung. Er verhandelt den Widerspruch zwischen Schuld und Schicksal. 1928 bekam Wilder den Pulitzerpreis. Die Filmbranche stand Schlange. Von Anfang an, diese Parabel darauf, dem Schicksal einen Sinn zu geben, sie auf die Leinwände der Welt zu bringen. Juniper, der Mönch, der sich vor dem Einsturz gerettet hatte, wollte dem allem eine Ursache geben. Für ihn endete es tödlich. Sie dachten, sie könnten Gott bei der Arbeit ertappen. Ketzerei! Man darf auch in diesen Tagen an Weltliteratur erinnern. Es wird die Trauer nicht stören.